2 Europa-Premieren, 30 Österreich-Premieren, sowie dieser Lamborghini Aventador SVJ. Was es sonst noch auf der Wiener Autoshow 2019 zu sehen gibt, das zeigen wir euch jetzt. Das neue Jahr startet für Autofans in Österreich mit der Wiener Autoshow. Eines der teuersten Fahrzeuge auf der Messe kommt von Rolls-Royce und ist gleich die erste Europapremiere. Der Cullinan hat den typischen 12-Zylinder Rolls-Royce-Motor, 6,75 Liter integriert, hat 850 Newtonmeter bei einer Ratio von 1600 Umdrehungen. Also wir haben maximale Power bei möglichst niedrigen Drehzahlen. Die zweite Europapremiere ist der Honda HR-V in der sportlichen Version mit 1,5 Liter Turbomotor. Auch sehr sportlich der Lamborghini Aventador SVJ. Mercedes hat etwas ganz Exklusives mitgebracht, den AMG Project One. Es ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Es ist ein absolut reinrassiger Formel 1 Triebstrang mit Straßenzulassung. In Summe wird das Auto voraussichtlich über 1000 PS haben. Das Auto hat 4 Elektromotoren, wie gesagt, einen Hybridantrieb, 2 an der Vorderachse und dann einen elektrisch angetriebenen Turbolader und einen elektrischen Booster, der direkt am Motor dran sitzt. Ganz auf Strom setzt auch der chinesische Autohersteller Zidou. Von Cupra, der neuen Performance-Marke von Seat, wird der e-Racer vorgestellt. Ein vollelektrischer Rennwagen auf Basis des Seat Leon. Wir haben immer sportliche Gene in uns und wenn man das hat, dann muss man es auch beweisen. Daher entwickelt man jetzt dann den nächsten. Das ist ein rein elektrisches Fahrzeug für elektrische Serien, ein Auto und das baut immer auf Leon-Basis auf. Und so wie früher in der WTTC werden wir auch hier, glaube ich, recht erfolgreich sein. Von BMW gibt es den Z4 Roadster, der exklusiv in Österreich für den Weltmarkt produziert wird. Die Entwickler haben sich das Auto wirklich von Grund auf neu gestaltet. Die haben den Vorgänger sich in Wirklichkeit gar nicht mehr angesehen. Also das ist komplett auf Sportlichkeit ausgelegt. Die Vorderachse ist 10 cm breiter in der Spur, die Hinterachse 7 cm breiter. In Wirklichkeit ist es fast wie ein M4 in Z4-Kostüm. Das ist wirklich sehr sportlich ausgelegt und es gibt auch sehr viele Optionen, die das nachweisen. Also wir können zum Beispiel das erstmalig hinten 100% Sperrdifferenzial bestellen bei diesem Fahrzeug. Insgesamt sind etwa 400 Fahrzeuge von 40 Marken zu sehen. Die Wiener Autoshow findet noch bis Sonntag in der Messe Wien statt.